Blau-Weiß Linz hat am Freitagabend zum Auftakt der 8. Runde in der 2. Fußballliga mit einem hart umkämpften 2:0-Sieg in Kapfenberg die Tabellenführung verteidigt und hält bei 18 Punkten. Einen Zähler dahinter liegt weiter Wattens, das seine Aufgabe mit einem 2:0 in Steyr ebenfalls erfolgreich erledigte. Die SV Ried verlor eine Woche nach der Niederlage beim FAC auch gegen die Young Violet. Das Team von Andreas Ogris drehte die Partie im Innviertel und schlug den Aufstiegsaspiranten, der nun 4 Punkte hinter den Linzern liegt, 2:1. Die Doritzdorfer gewannen bei Wacker 2:1:0. Austria Klagenfurt und Wiener Neustadt trennten sich 1:1. Der SV Horn gab mit einem 2:1 in Amstetten die rote Laterne an Steyr ab. Rieder gehen gegen Young Violet erneut. Baden-Blau-Weiß hatte bei den Falken lange Mühe. Alan Karius traf in der 69. Minute zum bereits 8. Mal in dieser Saison, Thomas Fröschel besorgte eine Viertelstunde vor dem Ende den Endstand. Wattens musste nicht so lange zittern. Milan Jurdik 28. bzw. Andreas Dober 45. sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Die Rieder gingen gegen die Jungfeilchen durch Christian Schilling, 17. zwar plangemäß in Führung, doch Manfred Sakaya, 60. und Stefan Sulzer, 78. drehten das Spiel. Das Zweiteam von Austria Wien hält als 5. bei 13 Punkten. In Klagenfurt fielen die Tore spät. Florian Jaritz brachte die Kärntner in der 76. Minute in Führung. Ex-Teamspieler Roman Kienes glich 5 Minuten später aus. Ebenfalls spät fiel die Entscheidung in Amstetten. Fabian Eckenfellner sorgte mit seinem ersten Saisontor in der 88. Minute für die Entscheidung. Zuvor trafen Lukas Steinhofer, 25. für die Hausherren bzw. Miroslav Milosevic, 41. für die Horner. Werbung, Werbung.